Die 12. Saison in der ersten beim VfL Oldenburg, eine ganz besondere, die erste als Spielführerin. Ist das tatsächlich was Besonderes? Natürlich ist es was Besonderes, Spielführerin einer Mannschaft zu sein. Aber ich denke mal, die letzten Jahre war ich ja auch mit Sabrina schon zusammen so im Mannschaftsrat als Co-Captain dabei und habe da schon viel erlebt und mitbekommen und will das natürlich jetzt weiterführen. Ein zweiter Punkt, weswegen diese Saison besonders ist, du hast angekündigt, es ist deine letzte, das hast du mehrfach angekündigt, jetzt denken alle, diesmal könnte sie ernst machen. Wie ist das Gefühl? Kommt bereits dieses Abschiedstour-Gefühl bei dir auf? Nee, derzeitig noch nicht, die Saison hat ja noch gar nicht begonnen, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich dann in der einen oder anderen Halle bin und dann weiß, oh, hier komme ich vielleicht nicht nochmal wieder hin, dass da so ein bisschen Gedanken dann aufkommen. Aber nee, ich möchte die Saison voll spielen, ich will noch was erreichen. Dieses Jahr, also danach sehe ich dann wahrscheinlich, oh Gott, jetzt ist es vorbei. Ist ja auch eine relativ lange Saison. Wir haben keine Playoffs mehr, sondern eine hoffentlich für den VfL Meisterrunde der besten 6 Mannschaften, also insgesamt 32 Spiele. Und gegen viele Mannschaften geht es 4-mal, gegen die in den ersten, auf den ersten 6 Plätzen landen nach Ende der Vorrunde, Ende Februar. Welche Aussichten können wir formulieren für den VfL in dieser Saison? Welche Erwartungen können wir schüren? Ah, ich finde das schwierig, jetzt schon darüber zu sprechen. Also wir sind noch in unserer Findungsphase. Wir haben viele Neuzugänge und müssen uns gerade noch umstellen. Wir müssen eine andere Deckungsformation spielen, weil unser Abwehrchef weggebrochen ist jetzt. Wir müssen komplett eine neue Rückraummittelspielerin integrieren. 4 neue. Ich kann das gar nicht so genau sagen. Wir wollen natürlich unter die ersten 6. Wir wollen in der Meisterrunde mitspielen und das ist auch Ziel. Und ich denke mal, wenn wir uns finden und das also eine gute Hinrunde spielen, dann ist das auch möglich. Leszek Krowicki, Trainer, hat betont, Anna Lörper ist auch eine gute Abwehrspielerin. Er sagte, einen guten Griff gemacht mit der neuen Rückraummitte für Sabrina Neuendorf. Aber vielleicht kannst du uns erklären, was verändert sich in der Abwehr durch den Weggang von Sabrina Neuendorf, die ja sehr wichtig war in der Defensive. Was müsst ihr jetzt neu lernen? Wie müsst ihr euch neu finden? Ja, wir müssen natürlich die ganze Abwehr umstellen. Also wir haben letztes Jahr alles um Sabrina Neuendorf aufgebaut. Sie hat im Zentrum gedeckt, hat quasi die Abwehrrolle übernommen, hat uns dirigiert und das müssen wir jetzt neu finden. Derzeitig übernimmt die Sloisa Bing oder Julia Wenzel, aber es ist natürlich, es sind junge Spielerinnen, die da erst reinwachsen müssen. Anna Lörper ist eine sehr gute Abwehrspielerin, eine sehr gute Angriffsspielerin, ist aber mit ihrer Größe eher auf den Halbpositionen und nicht in der Mitte zu finden. Und da muss man natürlich sehen, wir sind eine kleine Mannschaft, deswegen versuchen wir gerade offensive Abwehrvarianten durchzuüben, durchzuprobieren und hoffen, dass wir da die bestmöglichste Formation finden werden. Jetzt fiel der Name Lois Abing, ja, und gerade heute beim Wunderhorn am ersten Tag hat sie sich verletzt. Probleme mit der Kniescheibe, möglicherweise fällt sie mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate aus. Eine zentrale Spielerin, die in der Abwehr fehlt, aber auch im Angriff. Wie geht ihr mit diesem Ausfall jetzt um? Was bedeutet das für die Mannschaft? Das ist natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht. Also das muss man ganz klar sagen. Lois Abing ist eine unserer wichtigsten Spielerinnen. Also jede Spielerin ist wichtig, aber sie ist natürlich mit ihrer Wurfgewalt, mit ihren Abwehrqualitäten ganz entscheidend bei unserem Spiel. Und wenn sie jetzt 3-4 Monate ausfallen wird, ist das für uns schwierig. Eine Julia Wenzel hat das letztes Jahr gut aufgefangen, als Lois Abing schon Knieprobleme hatte. Ich habe keine Ahnung, was jetzt ist. Sie ist noch beim Arzt, wir wissen noch nicht, wir müssen mal gucken, was kommt, aber ich hoffe natürlich, dass sie zum ersten Saisonstart, also zum ersten Spiel dabei ist. Erstes Spiel dann gegen Bayer Leverkusen in Leverkusen, zweites Spiel beim Thüringer AC. Ach, wir machen uns alle Sorgen, weil das sind 2 starke Gegner. Bau uns mal auf. Naja, was soll man sagen? Also Thüringer AC ist natürlich der Meisterschaftsfavorit Nummer 1, wenn man da in der Halle von Erfurt spielt, dann ist man da klarer Außenseiter. In Leverkusen wollen wir natürlich um den Sieg mitspielen. Also ist ganz klar. Ich würde am liebsten mit 14 Punkten starten. Ist vielleicht recht schwierig, aber ich denke mal, 2-2 Punkte ist klar formuliert und wollen wir erreichen. Ist aber auch kein Beinbruch, wenn man mal mit 0-4 Punkten in die Saison startet. Man hat danach noch so viele Spiele. Also Letzte Frage an die zweiterfahrenste Spielerin beim VfL, zumindest was das Alter angeht, wo du noch immer sehr jung bist und noch jahrelang im besten Handballalter sein könntest. Wir haben ein neues Spielsystem, gerade schon angedeutet.
keine Playoffs mehr wie in den letzten Jahren, sondern eine Meisterrunde und eine Abstiegsrunde. Kommt dir das zu Pass? Gefällt dir das? Ah, das ist immer schwierig zu sagen. Ich finde das sehr interessant oder sehr komisch auch, dass wir jetzt wieder wechseln und nächstes Jahr nochmal wieder den Spielmodus wechseln, was einfach irgendwie ein Durcheinander ist. Aber an sich finde ich die Idee gut, dass man mehr Spiele in der Saison hat, dass die Saison ein bisschen länger dauert. Für die Meisterrunde wird es wahrscheinlich auch sehr spannend werden, weil man dann echt tolle Spiele hier in der Arena hätte. Wenn man in die Abstiegsrunde gerät, ist das natürlich schwierig. Also das muss ich auch ganz klar sagen. Die Abstiegsrunde ist für Zuschauer nicht attraktiv, ist für die Mannschaft nicht unbedingt toll. Ich denke mal, der Siebtplatzierte, der wird sich in den Arsch kneifen und sagen, oh Gott, das war natürlich jetzt bescheiden, sagen wir es mal so. Also ich hoffe, wir kommen unter die ersten sechs, dann finde ich es sehr gut. Wir freuen uns auf Wiebke Ketterns erste Saison als Spielführerin, hoffentlich nicht die letzte, sage ich mal. Wenn du einen Wunsch formulieren könntest für das nächste Jahr, wie wäre das? Wow, dass die Halle immer voll ist und wir eine tolle Saison spielen.